Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind zurück. Wir hatten ein bisschen eine Pause in unserem runden Tisch zur Krankenhaushygiene und in unseren SARS-CoV-2-Diskussionen. Aber jetzt sind wir wieder da. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder drei ausgewiesene Kollegen bei mir haben. Manche, die schon mehrfach da waren. Frau Gärtner aus Homburg, Ulrich Vogel aus Würzburg und heute dabei auch, freue mich sehr, Christian Bogdan aus Erlangen, der jetzt sozusagen verschiedene Funktionen hat, nicht nur die Krankenhaushygiene unter sich hat, sondern auch in der ständigen Impfkommission sitzt und da sicher noch ein bisschen Spezialwissen beitragen kann. Wir wollen uns ja heute im Wesentlichen unterhalten über Varianten und welche Probleme, subjektive, objektive Probleme jetzt da auf uns zukommen. Ich darf anfangen mit der ersten Frage an Frau Gärtner. Wie wird denn bei Ihnen in Homburg zunächst mit den Varianten, aber auch mit den Sorgen, die die Leute haben, mit den Varianten umgegangen? Also das erste Mal ist sicher die Diagnostik dieser Varianten. Also jeder positive PCR-Befund geht in eine spezielle PCR, in der man bestimmte Mutationen erkennen kann. Und wenn diese dann vorhanden sind, dann geht es in die Sequenzierung. Und wenn man diesen ersten Hinweis bereits auf eine Mutation hat und sie noch nicht zuordnen kann nach UK oder Südafrika oder Brasilien, läuft es einfach unter dem Begriff Mutante. Und dann gibt es bei uns tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt auch eine deutlich verschärfte Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Also im Zweifelsfall sind es dann K1-Kontakte bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist einfach der Grundgedanke gewesen, so wie man bei jedem, beim Ausbruchsmanagement ja immer anfängt, dass man zuerst mal richtig draufhaut und guckt, die Sachen möglichst einzudämmen und dann im zweiten Schritt deeskaliert, war das bisher unser Vorgehen, dass wir da sehr offensiv dran gegangen sind mit der Definition, was K1 ist. Aber Sie haben ja das letzte Mal oder in der Vergangenheit auch immer den Antigen-Nachweis, den Schnelltest, auch sehr propagiert. Das machen Sie aber weiter, ja. Den Schnelltest. Und dann die PCR, die Ihnen die Auskunft gibt, Mutante, ja, nein. Genau, also bei uns in der Uni wird alles mit Antigen und PCR gemacht, beides. Und ich vertrete auch noch ein paar andere Krankenhäuser. Dort gibt es die Kapazitäten natürlich nicht, alles mit PCR zu machen. Dort geht aber jeder positive Antigentest geht immer in die PCR. Und dadurch erfährt man es ja dann. Wie viel sequenzieren Sie dann? Sie sequenzieren die in das Screening PCR positiv sind, die sequenzieren ja. Alle. Die gehen in die Sequenzierung. Ja. Gut. Was macht bisher man? Haben wir im Saarland, ich glaube, jetzt 8 Varianten entdeckt, 6 UK und 2 südafrikanische. Das ist die Ausbeute bis heute. Und es ist sicher noch zu früh zu sagen, ob dann die Übertragung war. Christian, was macht ihr in Erlangen? Wir machen in Erlangen Antigen-Schnelltests nur in der Notfallaufnahme bei symptomatischen Patienten. Das hat auch einen sehr guten Grund. Wenn man das alles mal durchrechnet und durchkalkuliert, basierend auf der faktischen Inzidenz, dann kommt man ganz schnell zu dem Ergebnis, dass man bei einem asymptomatischen letztlich mehr falsch positive als richtig positive Tests hat. Wir haben damit also nichts gewonnen, deswegen machen wir auch keine routinemäßigen Antigentestungen irgendwie bei Personal, sondern das Personal, was bei uns auf den Covid-Stationen arbeitet, wird einmal die Woche mittels PCR untersucht, wobei das dann auch letztlich dem jeweiligen Mitarbeiter obliegt, gegebenenfalls das vielleicht auch mal zweimal machen zu lassen, wenn er jetzt irgendwie präsymptomatisch sich fühlt. Aber insgesamt sind wir, was Antigen-Tests anbelangt, aus guten Gründen, wie ich finde, sehr zurückhaltend. Wir sind auch der Auffassung, dass Antigen-Tests nicht hilfreich sind zum Screening von asymptomatischen Leuten, zum Beispiel jetzt an der Universität, wo das jetzt natürlich auch aufgepoppt ist. Wie gesagt, der positive prädiktive Wert ist lausig. Man muss einfach wissen, dass wir unter den momentanen Inzidenzen mit Antigen-Tests eigentlich nichts gewinnen. Das Zweite, was für mich jetzt auch aus hygienischer Sicht da ganz bedeutsam ist, die Leute würden die Antigen-Tests ja dann durchaus benutzen, um sich quasi aus den ansonsten existierenden Hygieneauflagen zumindest mal partiell zu verabschieden, so nach dem Motto, ich bin heute negativ getestet, dann muss ich mir keine Sorgen machen.
Das heißt, da besteht einfach auch die Gefahr, dass man letztlich eigentlich sogar mehr Fälle generiert, als man dadurch verhindert oder entdeckt. Aber nochmal, wir haben jetzt speziell in Erlangen sind wir ja jetzt im grünen Bereich. Wir haben also eine Inzidenz von unter 35 oder jetzt um die 35. Heute ist, glaube ich, nochmal kurz angestiegen. Und wenn man das zugrunde legt bei 7 Tagen auf 100.000, dann kann jeder das mit ein paar einfachen Rechnungen sich ausrechnen, dass ein Antigen-Test nichts bringt. Und deswegen machen wir das nicht. Wir haben es aber während der ganzen Pandemie aus den besagten Gründen nicht gemacht. Aber in der Notfallaufnahme, wenn ein Patient kommt mit respiratorischen Symptomen, dann ist der Antigen-Test natürlich schneller als die PCR. Nur da habe ich ja dann ein präselektioniertes Klientel mit entsprechender Symptomatik. Und dann kriege ich ja sowieso die PCR auch in Kürze nachgeliefert. Aber da läuft der Patient natürlich dann erstmal komplett unter Covid. Ja. Und die PCR-Strategie, ihr habt ja ein Screening, dass die Varianten... Ja, also jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, wird schon seit langem jetzt... Also wir haben ein universelles Aufnahmescreening für die stationären Aufnahmen. Und das hat sich letztlich auch bewährt, das muss man wirklich sagen. Da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Leuten auch detektiert, die halt quasi in der präsymptomatischen Phase waren, zum Teil natürlich auch leichte Symptome schon hatten, ohne dass die entsprechend ernst genommen hätten und wegen anderer Dinge natürlich ins Klinikum kamen, ob Unfall oder sonstige Appointments, die halt zufälligerweise existiert haben. Ja. Das hatten wir auch immer wieder. Aber seht ihr in eurer Screening-PCR eine Mutante? Achso, Screening auf Mutante, das machen die Virologen ja, ganz klar. Da gibt es ja jetzt in Bayern quasi seit 8. Februar eine Vorgabe, dass also quasi alle positiven, Covid-positiven PCRs müssen auf Mutation untersucht werden. Und das läuft halt dann initial mit der momentan existierenden Mutanten-PCR, wobei die eben jetzt gerade noch erweitert werden muss. Und wenn die dann positiv ist, muss man sequenzieren. Auch da muss man ganz klar sagen, diese Mutanten-PCR, die hat nicht nur ihre Tücken, sondern auch ihre Fehler. Also wir haben jetzt natürlich schon Fälle gehabt, um nicht zu sagen, durchaus häufiger, wo die Mutanten-PCR sich in der Sequenzierung dann letztlich nicht bestätigt hat. Ja. Kannst du die Größenordnung abschätzen in eurem? Nee, da habe ich jetzt leider vergessen, mir die aktuellen Zahlen mal vom Klaus Überler geben zu lassen, wie sich das jetzt zahlenmäßig verhält im Hinblick auf die Gesamtzahl der Positiven. Aber wir haben jetzt am Klinikum selbst noch keine große Anzahl. Ich glaube, es sind nicht mehr als 5 oder 6, die wir jetzt bis überhaupt detektiert haben, ja, in den letzten Wochen. Und Würzburg, Ulrich? Wir haben bisher 3 Fälle mit der britischen Variante gehabt. 2 davon waren in zweiter Reihe assoziiert mit einem Ausbruch in einem Pflegeheim. Das war auch ein Ehepaar, also quasi ein Cluster. Mehr haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Und eure Strategie war ja ähnlich, wie gerade Christian es auch beschrieben hat. Ja, wir haben natürlich verfolgt die Sorgen, dass die britische Variante und die anderen sich möglicherweise deutlich schneller ausbreiten, was ja möglicherweise auch ein Potenzial birgt, dass man in Krankenhäusern größere Cluster bekommen kann. Bayreuth war möglicherweise so ein Beispiel. Wir haben deswegen vor 2 Wochen analysiert, wo wir noch sicherer werden können, zumindest für die Zeit, wo wir immer noch so 10.000, 15.000 Neuinfektionen in Deutschland pro Tag haben, und haben dann beschlossen, dass wir Patienten nur noch zusammenlegen, wenn sie mindestens noch einen Schnelltest bekommen haben, weil dieses universelle Screening-Prozedur bedeutet ja, dass möglicherweise jemand eine Nacht mit einem Mitpatienten zusammenliegen kann, ohne dass man das Testergebnis kennt. Wir haben dann beschlossen, für eine Zeit von 2 bis 3 Wochen, bis der Lockdown noch zu einer weiteren Inzidenzreduktion führt, dann nochmal nach 4 Tagen eine Testung durchzuführen. Das ist zwar ökonomisch problematisch. Wir hatten aber einige Fälle, die in der Inkubation aufgenommen wurden und dann nach 3, 4 Tagen Covid entwickelt hatten. Das wollten wir jetzt mit dem Risiko, dass da potenziell solche Varianten dabei sind, unbedingt vermeiden. Wir haben dann nochmal die Prozesse in der Notaufnahme analysiert. Dort gibt es immer Spitzenzeiten jeden Tag, wo sehr, sehr viele Patienten kommen, die dann schlecht abfließen können, in Anführungsstrichen. Da haben wir versucht, die
Testschnelligkeit zu erhöhen. Da ist uns auch die Virologie dann nochmal sehr entgegengekommen, indem sie da einen Nachtdienst eingerichtet hat. Wir haben, unser Impfteam hat dafür gesorgt, dass nochmal besonders in der Pflege ganz viele Impfungen nachgezogen wurden, bei denen die zu der Kategorie 1 gehören, sodass wir hier die Lücken schließen konnten. Wir haben für diese Patienten, wo wir jetzt erst drei hatten, im SAP noch einen extra Risikofaktor eingebaut, damit man zum einen eine Markierung hat, zum anderen aber auch in der Statistik diese Fälle sehr leicht nachverfolgen kann. Und wir haben vorübergehend als eine Sicherheitsmaßnahme beschlossen, dass die Patienten, wenn möglich, immer auf unserer Infektionsstation untergebracht werden, wo wir Zimmer mit Schleuse und Unterdruck bevorraten können. Also ein erhöhtes Sicherheitsniveau, was die Unterbringung angeht. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie das wird. Wenn jetzt die Inzidenzen noch weiter fallen, müssen wir natürlich analysieren, ob dieser sehr, sehr starke Aufwand, was die Testung auch angeht, noch weiter gerechtfertigt ist. Aber das hat uns jetzt erstmal so eine gewisse Sicherheit gegeben. Es hat man als subjektiv den Eindruck, dass viele Menschen wirklich auch jetzt vor den Varianten Angst haben. Spürt man das auch bei euch im Personal? Das spürt man auf jeden Fall. Das ist ja auch sehr stark in der Presse. Man muss auch vorsichtig sein mit seinen Maßnahmen, dass man die immer gut begründet, damit nicht wir das quasi noch befeuern. Und was natürlich eine große Frage ist, inwieweit man das Vertrauen in das Impfen beibehält. Das ist jetzt insbesondere durch die Diskussionen um die Situation in Südafrika mit einer gewissen Unsicherheit belegt gewesen. Und da ist sicherlich eine große Kommunikationsaufgabe da, das gut aufzufangen. Und Christian, vielleicht magst du hier kommentieren noch. Das ist ja für die STIKO natürlich ein großes Thema. Also vielleicht nochmal zu dieser Mutantendiskussion in Todor. Also für mich ist es ja so ein klassisches Beispiel, wie ein wissenschaftlich sicherlich nicht unspannendes Thema in den Medien und aber auch von wissenschaftlichen Kollegen massiv diskutiert und zum Teil leider auch zerredet wird. Denn wenn man jetzt mal die nackte Faktenlage anschaut, was es jetzt wirklich an publizierten Daten gibt, um all das, was jetzt an Schreckensszenarien aufgebaut wird, dann kommt man eigentlich ganz schnell zu der Erkenntnis, dass diese Datenlage sich doch sehr in Grenzen hält. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Wir nehmen einen Ort X in Deutschland und dort gibt es den Import von Covid-19 jetzt durch eine Person und es gibt einen Ausbruch. Ja. Und wenn diese Person jetzt eben diese Mutante reinbringt, dann wird es dort eben viele Fälle geben. Und das haben wir ja mit dem sogenannten Wildvirus vorher an vielen Stellen wunderbar erlebt. Ja? Ob das jetzt Heinsberg gewesen ist oder Tirschenreuth oder Ischgl oder was auch immer. Also ich wäre im Moment einfach mal sehr vorsichtig, weil die Leute in der Öffentlichkeit, die nehmen das jetzt so wahr, als ob wir alle ganz genau wissen, dass diese Varianten oder Mutanten erstens wesentlich infektiöser sind, zweitens viel gefährlicher und jetzt auch noch schwere Krankheit auslösen und jetzt auch noch obendrein durch die Impfstoffe nicht abgedeckt werden sollen. So ist das jetzt angekommen. Aber ich würde alle mal dazu auffordern, mal alle Daten anzuschauen, die es dazu gibt und mal zu überprüfen, ob wir das eigentlich alles so halten können. Ab und zu gibt es ja tatsächlich einen Wissenschaftler, der da mal die Bremse reinhaut und zumindest mal einen Politiker zurückpfeift und auch mal sagt, lass uns doch erst mal gucken, ob das alles so stimmt. Ja? Und selbst wenn jetzt die Infektiosität höher ist und davon kann man ja vielleicht das einfach mal positiv oder negativ denkend ausgehen, dann sehe ich im Moment auch noch keinen Grund, dass wir uns jetzt hier wirklich zu sehr in diese Situation hineinmanövrieren lassen, Maßnahmen aller Art noch zu verschärfen. Denn eins ist doch klar, wenn unsere bisherigen Maßnahmen irgendwas taugen, dann taugen die auch gegenüber den Mutanten. Das Entscheidende ist doch nur, ob die Maßnahmen an sich umgesetzt werden. Ja? Es gibt ja keinen Grund zur Annahme, dass jetzt die Protektionsmaßnahmen, die ansonsten existieren, ob Maske oder Hygiene oder Separierung oder Pausentrennung und so weiter, dass die irgendwie bei den Mutanten nicht funktionieren würden. Das muss man ja wirklich jetzt mal betonen. Also ich sehe eine große Unruhe in der Gesellschaft, die aber katalysiert ist dadurch, dass wieder wesentlich mehr geredet wird, als es wirklich an harten Daten gibt.
Und das ist etwas, was leider eine für mich zunehmende Unart geworden ist im Sinne der Kommunikation. Und dadurch gibt es diese riesige Unruhe. Natürlich kann es passieren, um jetzt auf die eigentliche Frage einzugehen, dass Mutanten entstehen, wo dann der eine oder andere Impfstoff nicht mehr so gut wirksam sein wird. Ich bin da aber auch ein bisschen entspannt aus zwei Gründen. Erstens, was wird eigentlich geguckt bei der Wirksamkeit? Naja gut, es wird jetzt geguckt, ob die Antikörper nach Vakzinierung dann Pseudoviren neutralisieren. Da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass das auch nur die halbe Wahrheit ist, wenn ich ein Pseudovirus nehme und da eine Mutante einbaue und den Rest dann erst einmal halt als Pseudovirus habe und nicht das gesamte Virus, also Virusneutralisationsassay im engeren Sinn des Wortes sind es ja nicht. Und das Zweite, wir haben ja natürlich nicht nur die Antikörperantwort, wir haben auch eine T-Zellantwort. Und das Dritte ist, auch das muss man mal betonen, die Mutation im Bereich vom Spike-Protein ist ja irgendwo auch limitiert, ne? Weil wenn das jetzt so stark stattfinden würde, dass das Virus dann auch nicht mehr an seinen Rezeptor binden kann, dann hätte es ja auch ein Problem. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe es auf uns zukommen, dass man sicherlich einen Impfstoff dann adaptieren muss. Aber das ist ja vielleicht das Geniale an den neuen Impfstoffen. Man muss sich das einfach mal überlegen, ja, beim klassischen Impfstoff, attenuiertes Virus zum Beispiel, wenn ich das jedes Mal neu herstellen müsste, ja, im Hinblick auf also Mutation, das wäre ja überhaupt nicht zu leisten, ja, weil ich meine, um ein Virus zu attenuieren, sodass man das guten Gewissens den Menschen geben kann, das sind ja ganz andere Prozesse, auch von der ganzen Dauer her, als wenn ich jetzt eine RNA anpasse oder einen Adenovektor anpasse. Ja. Das heißt, da haben wir ja durchaus Möglichkeiten, auch positiv zu reagieren, beziehungsweise die Firmen, jedenfalls in einer deutlich stringenteren Art und Weise, wobei das bei den RNAs oder auch bei den Peptiden einfacher sein wird, weil auch beim Adenovirus muss man ja leider oder vermerken, ne, das ist ja nur am Ende nicht replikationsfähig. In der Herstellung gibt es dann natürlich eine Replikationsphase. Ne. Das heißt also, auch da muss man natürlich dann gucken, dass der Virus-Batch, den man dann zum Impfen benutzt, auch tatsächlich nicht mehr 100% replikationsfähig ist. Ne. Also insofern, ja, da wird es Anpassungen geben und das muss man jetzt sehr genau beobachten. Ich denke, man sollte das Problem jetzt wirklich durchaus ernst nehmen, aber man muss auch irgendwo nicht praktisch Ziel und Maß verlieren, weil sonst ist da so viel Unruhe überall. Ja, ich meine, was du hast ja gesagt hast, was sicher auffällt, ist in England, wo ja überwiegend die englische Variante natürlich ist, da geht es ja trotzdem, unter dem Lockdown gehen die Zahlen ja wirklich dramatisch runter. Also die normalen Maßnahmen helfen ja, sicherlich. Ja. Frau Gärtner war zuerst und dann Ulrich. Es ist, man hört sie noch nicht. Wir müssen bei den Mutanten vielleicht auch uns immer wieder klar machen, dass das immer nur eine Jetztaufnahme ist. Diese Mutanten werden oder Varianten werden sich natürlich ständig weiter verändern. Und das ist etwas, was wir wissen nicht, was wir kriegen werden. Aber bei der Grippe machen wir das doch jedes Jahr, dass wir einen neuen Impfstoff machen. Und es ist deutlich schwieriger bei der Grippe, das zu machen, wie jetzt mit den mRNA-Impfstoffen. Und da kommen wir ja auch irgendwo mit klar. Vielleicht haben wir mal mRNA gegen Grippe, wer weiß. Ulrich? TD. Also ich möchte es unterstützen, dass wir den Ball auf jeden Fall flach halten müssen. Möchte aber trotzdem noch kurz kommentieren, warum wir bei uns diesen Prozess so gemacht haben. Wir haben natürlich gesehen unter den aktuellen Hygienemaßnahmen oder dem aktuellen Hygieneplan, den wir haben, dass es dennoch immer wieder zu kleinen Clustern gekommen ist. Ich glaube, das ist in fast jedem Krankenhaus so. Und wir haben uns überlegt, wo sind die Schwachstellen, über die möglicherweise entstanden sind und haben deswegen für eine gewisse Zeit diese Korrektur vorgenommen, weil eins ist klar, man will natürlich als Krankenhaushygieniker dafür sorgen, dass sein eigenes Klinikum nicht zu einem Ort eines sehr, sehr großen Ausbruchs wird. Und deswegen ist uns dieses Investment vorübergehend den Aufwand auf jeden Fall wert. Aber man muss natürlich das gut kommunizieren, weil Angst und Panik ist da ein ganz schlechter Ratgeber. Hast du das Gefühl, dass ihr die wesentlichen Ursachen gefunden habt und verhindern könnt? Wir haben, wie ich schon gesagt habe, einmal das Einfallstor gehabt, dass Patienten, bei denen man am Nachmittag die PCR gemacht hat, am nächsten Tag dann positiv waren. Dann hat man meistens schon eine Kontaktperson da drin. Und die Patienten, die in der Inkubationsphase aufgenommen worden sind. Das ist, glaube ich, das größte Problem, weil die häufig
dann irgendwann vom Personal auch als symptomatisch identifiziert werden, aber das ist oft schon zu spät. Und diese beiden Löcher haben wir quasi versucht zu stopfen. Das andere ist natürlich, was ich glaube ich auch sinnvoll finde, dass man guckt im Rahmen der Möglichkeit, dass man das Personal so schnell wie möglich durchimpft, weil viele der Cluster, die wir natürlich jetzt immer hatten, haben einen deutlichen Überhang beim Personal. Sie haben ein paar Patienten drin, aber deutlich mehr Mitarbeiter, die in den Clustern gefunden werden. Christian? Ja, also das sehe ich ja wirklich ganz genauso. Mein Plädoyer sozusagen jetzt war jetzt nicht gegen das gerichtet, was der Ulrich erzählt hat, ganz im Gegenteil, sondern es ging jetzt mehr so um das, was quasi in der Gesamtöffentlichkeit momentan natürlich kolportiert und diskutiert und transferiert wird. Also wir haben nächste Woche auch ein Meeting, wo wir uns nochmal genau überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Wir haben ja in Erlangen, in Bayern jetzt mit die höchsten Zahlen noch im Klinikum, was dadurch auch zustande kam, dass wir zum Teil natürlich auch Zuverlegungen bekommen haben. Aber auch hier gehen jetzt natürlich die Belegungszahlen sehr deutlich runter. Also in den letzten 3 Wochen hat sich das mehr als halbiert oder halbiert. Und dementsprechend werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt auch so verfahren, dass wir quasi jeden Covid-Patienten bis zu der Frage, ob er halt Mutantträger ist, ja oder nein, isolieren. Also will heißen, ein Einzelzimmer legen. Denn es ist genau, wie der Ulrich erzählt hat, wenn man initial die zusammenlegt und hinterher separiert, dann hat man eigentlich einen unmöglichen Prozess, ja, und hat außerdem halt schon wieder eine KB1-Person im Hinblick auf die Mutante generiert. Unabhängig jetzt mal von der Frage, ob das wahrscheinlich ist, dass dann jemand quasi eine Doppelinfektion akquiriert, was ich jetzt persönlich nicht glaube, aber er kann es ja zumindest noch weitergeben. Ne? Er muss ja damit nicht erkranken, aber er könnte ja vorübergehend trotzdem Virusausscheider dann von der Mutante werden. Das heißt, das ist eine absolut sinnvolle Strategie, erstmal die Leute einzeln zu legen, dann zu schauen, welcher Virustyp herrscht vor und dann erst nach dem Ergebnis entsprechend zu kohortieren. Ja. Ja, vielen Dank. Können wir vielleicht noch zum Impfen kommen? Wir alle impfen ja jetzt in unterschiedlichem Maße in unseren Häusern. Gibt's Probleme? Läuft es reibungslos? Frau Gärtner, wie ist in Homburg? Also, was sehr, sehr gut lief, war BioNTech und dann kam Moderna. Die sind beide sehr gut gelaufen. Bei AstraZeneca haben wir im Augenblick 2 Probleme. Zum einen ist der Impfstoff so schlecht geredet worden, dass wir jetzt durchaus einige Leute im Personal haben, die für die Impfung qualifizieren, dann aber nicht zum Impftermin kommen. Also sich quasi auf den letzten Drücker überlegen, dass sie das jetzt doch nicht wollen. Dieses Phänomen hatten wir nicht bei den beiden anderen Impfstoffen. Aber in der Presse kommt es so rüber, als ob der AstraZeneca ein Impfstoff zweiter Klasse wäre. Und das ist richtig gefährlich. Und da muss man irgendwie gucken, dass man was dagegen tun kann. Ein zweites Problem, das ist im Augenblick mehr gefühlt als real. Gefühlt scheinen die Nebenwirkungen bei AstraZeneca höher zu sein. Das deckt sich nicht mit dem, was in den Studien drin ist. Aber ehrlicherweise muss man sagen, ist AstraZeneca in der Studie gegen Meningokokken getestet worden und die Moderna und BioNTech gegen Placebo. Also nominell haben die mehr Nebenwirkungen, aber es ist natürlich immer die Frage, gegen welchen Competitor testet man das eigentlich? Wenn es um die Aufnahme der Impfstoffe in der Öffentlichkeit geht, Christian, kann da nicht die Stiko noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit leisten? Naja, also 2 Sachen dazu. Es ist ja nicht die primäre Aufgabe der Stiko, quasi jetzt Impfungen irgendwie zu bewerben, ja? Sondern unsere Aufgabe ist natürlich, die Impfstoffe zu bewerten im Hinblick auf Indikationsstellung und Empfehlung für die ein oder andere Personengruppe. Aber was natürlich die Aufklärungsarbeit anbelangt, kann ich nur sagen, dass alle STIKO-Mitglieder, inklusive meiner eigenen Person, denke ich, kein Jahr durchlebt haben, wo wir so viele Vorträge und Interviews und was nicht alles gegeben haben, um da irgendwie dazu beizutragen, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Aber es ist halt wie immer. Man muss nur 2-3 Wochen halt irgendwas in die Welt setzen und dann wird es so in den Köpfen verankert sein. Das ist sehr, sehr bedauerlich und ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon mal kurz gesagt. Also wir haben halt ähnlich übrigens auch wie beim BioNTech-Impfstoff. Ja, das haben die Leute nur leider überhaupt nicht wahrgenommen. Aber diejenigen, die die Studie genauer angeschaut haben, werden auch dort gesehen haben, dass in der hohen Altersgruppe es im Endeffekt eigentlich keine Signifikanz gab. Ja?
Also da gab es 4 Fälle in der Kontrollgruppe, ein Fall in der Impfgruppe. Ja? Und das Konfidenzintervall ging von Minus bis Plus. So. Und nur durch praktisch die gemeinsame Betrachtung des Moderna und des BioNTech-Impfstoffs, also beides ja mRNA-Impfstoffe mit sehr vergleichbarer Technologie, hat sich dann auch in der hohen Altersgruppe da quasi ein eindeutig signifikantes Signal ergeben. Also das heißt, wir haben beim AstraZeneca-Impfstoff eben das Phänomen der kleinen Zahl. Und jetzt, wie gesagt, gibt es ganz klar Daten, dass 2 Faktoren eine Rolle spielen. Der eine Faktor ist eben die Frage Impfintervall. Und der zweite Faktor ist natürlich auch die Altersgruppe. Auch beim BioNTech und beim Pfizer-Impfstoff sieht man durchaus, dass die Wirksamkeit dann nicht mehr 95% ist, sondern halt irgendwo in den 80er liegen, also 86%. Und das ist natürlich bei jedem anderen Impfstoff auch zu erwarten. Das liegt halt einfach an der Immunseneszenz. Aber jetzt bei 12 Wochen Impfabstand kann man 82% Wirksamkeit bereits sehen, ja, beim AstraZeneca-Impfstoff. So, und insofern hingen die halt jetzt einfach hinterher, was diese Zahlen anbetrifft. Und das muss man den Leuten auch vermitteln. Es gibt keinen immunologischen Grund zur Annahme, wie gesagt, dass die Impfwirksamkeit ab 55 da irgendwie aufhört. Deswegen hat auch die STIKO, um das kurz anzusprechen, 65 genommen und nicht 55. Da wurden wir natürlich dafür kritisiert, so nach dem Motto, könnt ihr nicht lesen. Nein, natürlich können wir lesen, nur alle wissen natürlich, dass Seniorenimpfungen 60, 65er Spannbreite ist. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, gut, um das einigermaßen noch in den Köpfen zu behalten, haben wir dann die 65-Jahresgrenze genommen. Deswegen heißt es jetzt momentan, dass nicht genügend Daten bisher vorliegen, um die Wirksamkeit bei über 65-Jährigen belegen zu können. Aber wir haben gleichzeitig gesagt, das ist kein Grund zur Annahme, dass der Impfstoff da nicht wirksam wäre, und haben es begründet eben aufgrund der zu geringen Zahl an Fällen. Also insgesamt, ja, wir haben unser Möglichstes getan, und jeder, der diese Impfempfehlung gelesen hat, wird sehr gut, denke ich, lesen können, dass wir da wirklich uns so positioniert haben, dass die Leute nicht den Eindruck bekommen, hier gibt es einen schlechten Impfstoff, sondern einfach eben ein Defizit noch im Hinblick auf die Gesamtstudiengröße. Ja, aber mehr Daten sind natürlich in jedem Fall hilfreich. Ja, die kommen. Also wie gesagt, täglich sozusagen werden die mehr. Wie läuft es in Würzburg bei euch, Ulrich? Ach so, zum Impfen gleich noch ganz kurz, wie wir das machen. Also wir haben ja nur BioNTech bisher bekommen, und im Moment werden nur 2 Impfungen durchgeführt, weil Nachschub erstmal nicht da ist. Aber insgesamt, wir haben halt eine interne Priorisierung gemacht, dabei uns zum großen Teil eigentlich an die STIKO-Empfehlung gehalten, aus nachvollziehbaren Gründen, denke ich. Erlangen gibt es ja 2 STIKO-Mitglieder, also da wird man den Teufel tun, wenn wir uns da massiv davon verabschieden. Und innerhalb der Risikogruppen, also Stichwort Covid-Stationen, ist auch die Impfbeteiligung extrem hoch. Also da haben wir kein Problem. Ja, wir haben auch nur den BioNTech-Impfstoff. Es gibt einen sehr guten Austausch mit Stadt und Landkreis. Wir treffen uns wöchentlich, und da wird auch immer über die aktuelle Impfproblematik gesprochen, was man sich gegebenenfalls auch gegenseitig helfen kann. Wir haben 6 Impfstationen, wo die Mitarbeiter hinkommen können. Wichtig ist gewesen, dass man nicht eine Schicht vollständig zum Beispiel zum zweiten Impftermin schickt, weil es dann tatsächlich sein kann, dass am nächsten Tag einige fehlen, weil doch gerade nach der zweiten Impfung Fieber und Schüttelfrost nicht ausgeschlossen sind. Das ist dann auch versucht worden, so umzusetzen. Und die Mitarbeiter, ist mein Eindruck, da ist die Skepsis mehr und mehr gewichen, weil man einfach auch sieht, dass jetzt sehr, sehr viel geimpft worden ist und dass man sich damit sehr gut schützen kann. Also ich habe den Eindruck, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen mehr Impfstoff bekommen werden, ja. Ja. Wie groß ist denn die Problematik der Nebenwirkungen? Also wie häufig ist es, dass jemand dann für einen Tag zumindest ausfällt? Wir haben kein richtiges Register, aber ich würde schon sagen, dass das 10-20% sind nach der zweiten Impfung, die über Fieber klagen und dann auch ausfallen. Ja, und wir hatten eine Schicht gehabt in einem Bereich, wo am nächsten Tag 5 Leute nicht da waren. Das war dann nochmal so ein Weckruf, dass man da wirklich intern gucken muss in den Abteilungen, dass die nicht alle gleichzeitig gehen. Das ist wahrscheinlich ungefähr an allen Standorten ähnlich in der Größenordnung, oder? Was habt ihr, Frau Gärtner?
Also wir haben ja mit BioNTech angefangen. Wir impfen, haben diese Woche AstraZeneca geimpft. Und da gab es tatsächlich eine Station, wo von 9 Ärzten 7 krank waren nach der Impfung. Nach der ersten schon? Nach der ersten. Aber wie gesagt, das ist AstraZeneca gewesen, die eben auch Fieber und Schüttelfrost hatten nach der ersten Impfung und am anderen Tag nicht zur Arbeit kamen. Dann ist es bei Ihnen auch so wie bei uns in Baden-Württemberg, kommt jetzt in der zweiten Tranche, kommt gewesen AstraZeneca. Zunächst kam BioNTech und Moderna wird eher in den Heimen verimpft, weil es auch in der Logistik ein bisschen einfacher ist. Ja, und das führt jetzt eben zu dieser Situation, dass in der Presse immer wieder kolportiert wird, das ist ein Impfstoff zweiter Klasse. Und dann erlebt man dann auch noch diese vielen Nebenwirkungen, die er dann macht. Und es lässt die Moral erheblich bröckeln. Also spüren Sie das, dass die Leute sich nicht impfen lassen wollen? Ja. Also wir impfen etwa pro Tag 100 Personen. Und von den 100 auf der Liste kommen 60. Und die anderen 40 kommen nicht. Mag teilweise auch logistische Gründe haben dahinter, aber wir sind jeden Tag dabei, irgendwelche Leute noch irgendwo herzuziehen von irgendwelchen Ersatzlisten, damit es läuft, damit der Impfstoff verimpft wird. Das ist ein AstraZeneca-Effekt. Das ist AstraZeneca. Und dieses Phänomen, dass die Leute die Impfung nicht wollten, das wird bei AstraZeneca sehr deutlich ausgesprochen. Das war bei BioNTech nie ein Thema. Aber dieses Gefühl, man behandelt uns jetzt schlecht, das ist das, was in der Öffentlichkeit leider angekommen ist. Ja. Das ist ein Imageproblem. Ja, mein Christian Bogdan hat es ja dargestellt, was wie das ist. Und deshalb wäre es auch. Ich meine, das Ganze ist, da können wir quasi ein psychologisches Traktat drüber verfassen, weil ich kann mich natürlich, nachdem es ja noch nicht länger als 8 Wochen her ist, noch sehr gut erinnern, wie die Initialdiskussion zum mRNA-Impfstoff war. Ja, ich meine, da war unter Pflegekräften auch am Universitätsklinikum die Zurückhaltung erstmal verbal extrem hoch. Ja, so nach dem Motto, naja, wir sind ja nicht genügend Leute geimpft. Dann habe ich damals schon und andere natürlich auch gesagt, naja, ganz so ist es ja nicht. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir das Impfen angefangen hatten, da waren weltweit also schon 1 Million oder noch mehr geimpft, also über die Zulassungsstudie hinaus, ohne dass da neue Signale aufgetreten waren. Und mittlerweile ist es natürlich jedem bewusst geworden, ja, es gibt eigentlich keine neuen Erkenntnisse, die jetzt über die Zulassungsstudien hinausgehen, was eben mögliche Nebenwirkungen anbelangt. Und dann ist das Ganze relativ schnell umgeschwappt. Ja. Aber am Anfang, so nach dem Motto, schlecht erforschter Impfstoff, wenig Kenntnisse, komplett neue Plattform. Dann natürlich auch die leidige Diskussion, die sich da auch ewig lang gehalten hat und auch immer noch nicht weg ist, von wegen halt genetischer Impfstoff, was ja auch eine nomenklatorische Verirrung ist. Das hat schon auch initial viele Diskussionen gegeben. Und es ist halt so wie immer. Vor Weihnachten wurde mir das vorgeworfen zum Beispiel. Ja, Stiko hat es viel zu schnell empfohlen. Und 2 Wochen später heißt die Frage im Interview, ja, wieso dauert es eigentlich alles so lange in den Impfen? Ja, also das Ganze ist schon reichlich grotesk. Und wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir die Argumente wieder zurückführen auf Basis der Realität und dann halt auch hoffen, dass die Menschen entsprechend wieder rational reagieren. Aber es ist natürlich jetzt hoch bedauerlich, dass ein grundsätzlich zur Pandemiebekämpfung hervorragend geeigneter Impfstoff dann abgelehnt wird und anderer dann möglicherweise im Moment ja gar nicht zur Verfügung steht. Also das ist natürlich deletär, weil das führt natürlich dazu, dass alles noch viel länger dauert. Ja. Ja. Gut, ich meine, man kann, glaube ich, schon vorsichtig optimistisch sein, dass insgesamt die Impfdosen hochgehen werden von den, ja, natürlich, ja, was zur Verfügung steht, dass die Produktion wird da überall hochgefahren mit verschiedenen. Es kommen ja auch neue noch. Und da werden wir sicher im Laufe des nächsten halben Jahres viel sehen. Ja, wir sind am Ende, glaube ich. Wir haben schon wieder über eine halbe Stunde geredet. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gesprächspartnern. Das war wiederum sehr interessant, informativ und hoffe auch für alle, die zuhören, spannend. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.